verfolge diese Datenübertragung. Sie läuft noch und kommt aus dem Sektor, den die Milizen für sich abgesperrt haben. So, nun sieh zu. Vielleicht kriege ich es ja jetzt hin. Wo sind die beiden? Oh Mist. Wo ist der Hund hin? Gar nicht so einfach, das hier zu infiltrieren. Wenn die jetzt da mal kämen, wäre das viel schöner. Kommt doch mal raus. Komm, put. Komm her. Sieh mal nach. Einer von uns wurde K.O. geschlagen. Der Angreifer muss noch hier sein. Scheiße, die überleben das. Das kann nicht wahr sein. Nein! Oh, warum gibt es die überhaupt? Ich verfolge diese Datenübertragung. Sie läuft noch und kommt aus dem Sektor, den die Milizen für sich abgesperrt haben. Hat nicht viel gebracht für den Hund. Na los, komm schon, Scheißhöhle. Wie wär's mit ein wenig Hilfe? Oh oh. Er ist bewusstlos. Du auch. Komm. Los, komm schon. Wir haben Verluste. Ausschwärmen und alles durchsuchen. Oh fuck, da kommt er. Könnte Hilfe bei der Suche gebrauchen. Packen wir es an.
drüben was? Ich sehe gar nichts. So, jetzt müssen wir vorsichtig sein. Weil dieser komische Typ hier mit diesem Helm, der 10.000 Schüsse ab kann, hier noch rumläuft. Er ist bewusstlos. Du auch. So. Da oben ist er. Ich sehe ihn. Nee, ist er das? Nee. Nee. Er läuft hier irgendwo noch rum. Das ist das Problem, was wir haben werden. Ich habe nur noch eine Kamera. Mist. Komm her, wir müssen suchen. Auf dem Weg. Jolibe. Wenn ich jetzt den anderen finde, wäre mir sehr geholfen. Siehst du, ob sich was bewegt? Gar nichts. Weil der läuft hier nun mal immer noch rum und da. Der hält eine Menge aus. Was ist das da hinten? Auch so einer. Oder ist das der? Wozu ist dieser scheiß Stromkasten da? Der ist doch bestimmt dafür da, um den Typen da irgendwie Platz zu kriegen. Nichts. Verteilen wir uns. Der ist weg. Nice, nice. Aber wie sieht der Typ aus? Der sieht irgendwie voll eklig aus, ne? Der hatte irgendwie voll... Voll das komische Gesicht hatte der. Er wurde umgelegt. Einen von uns hat's erwischt. Alarmiert die anderen. Das war der, der uns vorhin von hinten überrascht hat. Jetzt noch den da und dann war's das. Sieh ihn. Wenn ich jetzt... Kann der da hinten? Nee, kann er nicht. Ah, der sieht irgendwie voll eklig aus, oder? Er hat irgendwie eigenartiges Gesicht. Verbrannt.
Puh. Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Zack, das war's. Mit denen hier unten war es das. Hier liegt keiner mehr rum, aber was? Ne, es sind nur rausgerissene Sicherungen. So, wenn er jetzt noch kommt. Mal kurz gucken, ob wir hier irgendwie gesehen werden könnten. Aber hier scheint niemand zu sein. So. Hier läuft ein Notstromaggregat. Wir gucken uns trotzdem mal kurz um. Nicht, dass hier vielleicht... Lag da eben irgendwas? Ne, nur ein Walkie-Talkie. Nur, dass wir vielleicht nicht irgendwas versehentlich übersehen. Vielleicht liegt da hier irgendwo Munition rum. Und ich weiß es nicht. Das wäre doof. Anscheinend nicht so. Wo hechelt hier immer zu ein Hund, habe ich das Gefühl. Das ist doch aber der, der da vorne liegt. Der kann doch nicht hecheln bis hier hinten. Na, egal. Gut, was habe ich jetzt hier zu tun? Ich muss das Notstromaggregat ausschalten. Okay, runter da. Runterspringen. Runter! Und rein da. Machen wir mal das Licht an, wa? Seht ihr auch mehr und ich sehe mehr und alles ist gut. War ein bisschen sehr hell jetzt, ne? Es wird uns doch wohl jetzt nicht auf den letzten Metern hier... Gibt es Neuigkeiten von den anderen Teams? Nein. Nein, ich vermute, dass sie absolute Funkstille halten, um die Operation nicht zu gefährden. Es scheißt uns... Hier was? Ah, rüber gehen. Ein bisschen auf spannend machen hier. Bisschen, auch wenn keiner da ist, ein bisschen rumrutschen auf dem Dreck. Aber hier scheint... Mann, das ist ja riesig. Die Engineers müssen die Bevölkerung vor langer Zeit verjagt haben. Glaubt ihr, die waren bei Blacklist Zero dabei? In Guam sprach keiner Farsi. Engineers arbeiten grenzübergreifend. Könnte jeder gewesen sein. Sam, es sind nur ein paar Gegner dort. Anscheinend hat sich der Rest zurückgezogen und verschanzt. Dann bewachen sie etwas. Ich nähere mich also meinem Ziel. Tja, mal sehen, was uns da als nächstes erwarten wird. Wie viele Gegner wir ausschalten müssen oder ob da überhaupt sich noch welche verstecken, wir wissen es nicht. Wir sehen es aber definitiv demnächst in der nächsten Folge. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet dahin wieder ein. Mal sehen, was wir da alles so erleben werden. Es wird wieder eine Menge vorfallen. Und ich würde sagen, bis dahin, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, euer PlayGiga. Ciao.